Skisprungfans kennen diesen Nachnamen sehr gut. Vor ein paar Jahren war Davide Bresadola ein häufiges Mitglied der italienischen Mannschaft. Der ehemalige nordische Kombinierer, der heute 34 Jahre alt ist, erzielte sein bestes Ergebnis 2014 in Lillehammer, als er Neunter wurde. Davide beendete seine Karriere nach der Saison 2018-2019. Aber es gab einen natürlichen Nachfolger der Familientradition im Weltcup. Im Januar 2019 traten sowohl Davide als auch sein jüngerer Bruder Giovanni auf heimischem Boden, in Predazzo an. Für Davide war es das letzte Weltcup-Wochenende, für Giovanni das erste. Er war damals erst 17 Jahre alt und wurde einen Monat später 18 Jahre alt. Jetzt, fast 4 Jahre später, ist Giovanni einer der beeindruckendsten jungen Athleten im Weltcup. Ich bin wirklich gut in die Saison gestartet. Aber ich habe auf der Schanze in Titisee-Neustadt nicht das richtige Gefühl gefunden. Aber es wird in diesem Winter sicher noch viele Chancen geben. Giovanni Bresadola, der jüngere der beiden Brüder, zeigte sein Potenzial schon früher. Bei den letzten beiden Ausgaben der Skiflug-Weltmeisterschaften belegte er die Plätze 24 und 21. Doch in dieser Saison läuft es für Giovanni bisher richtig gut. Er qualifizierte sich 5-mal für das Finale und sammelte bereits 60 Punkte, mehr als Davide, 48, in seinem besten Winter. Ich bin wirklich gut in die Saison gestartet. Aber ich habe auf der Schanze in Titisee-Neustadt nicht das richtige Gefühl gefunden. Aber es wird in diesem Winter sicher noch viele Chancen geben, sagte der 21-Jährige zu seinem Auftritt auf der Hochfürstschanze. Auch wenn er seine Sprünge in Titisee-Neustadt nicht umsetzen konnte, schaffte er es in den zweiten Durchgang. Aber es gab gutes Material für die Trainer zum Analysieren. Ich weiß nicht warum, aber meine Position im Anlauf war zu hoch und es war schwierig, am Absprungtisch in die richtige Richtung zu drücken. Wir werden sehen und versuchen, daran zu arbeiten, erklärte er. Giovanni liegt derzeit auf Platz 26 der Weltcup-Wertung, noch vor Athleten wie Stefan Laie oder Domen Prevc. Für einen Moment war er sogar besser als Kamil Stoch oder Ryuyu Kobayashi. Im Jahr 2026 werden die Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo stattfinden, wobei die Skisprungwettbewerbe in Predazzo ausgetragen werden. Und Bresadola ist zweifellos die Hoffnung für das italienische Skispringen. Ich habe nicht wirklich ein Ziel. Ich warte einfach darauf, dass alles kommt. Und dann werde ich sicher glücklich sein. Ich versuche, meine guten Sprünge zu machen, und das wird schon reichen. Giovanni Bresadola, ich bin jung, das ganze Team ist jung und wir werden sicher noch viele Jahre dabei sein, sagte er. Es könnte eine bahnbrechende Saison für den Youngster werden. Seit 10 Jahren hat kein italienischer Springer mehr Punkte gesammelt als Giovanni in dieser Saison. Und der letzte, der den Winter mit über 100 Punkten beendete, war Sebastian Colloridu im Winter 2012-13. Doch Bresadola will Schritt für Schritt gehen und sich stetig weiterentwickeln. Ich habe nicht wirklich ein Ziel. Ich warte einfach darauf, dass alles kommt. Und dann werde ich sicher glücklich sein. Ich versuche, meine guten Sprünge zu machen. Und das wird schon reichen.
Giovanni war sowohl in Visoa, 14. Platz, als auch in Ruka, 11. Platz, nahe dran, die Top 10 zu erreichen. Er setzt sich nicht unter Druck, sondern freut sich über ein Top-10-Ergebnis. Wenn es kommt, werde ich es auf jeden Fall nehmen.